Heute gibt's 5 Tipps, wie du dein Hallgerät im Mix optimal einstellen kannst und wir starten genau jetzt. Reverb einstellen ist für viele so ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln, denn so ein Hallgerät oder so ein Hall-Plugin kann recht komplex sein, weil es je nach Anbieter doch oft sehr viele unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten hat. Und da kann es jetzt sein, dass einmal dein Mix oder deine Lead-Vocals zum Beispiel komplett im Hall ersaufen, während sie ein anderes Mal, wenn du ein bisschen zu wenig Hall gibst, irgendwie dein Mix viel zu trocken klingt und überhaupt nicht über räumliche Tiefe verfügt. Deswegen gebe ich dir heute ein paar Tipps, wie du deinen Hall optimal einstellen kannst und wir fangen gleich an mit Tipp Nummer 1. Was ich dir als erstes empfehle, wenn es um den Einsatz von Hall geht, ist, dass du den Hall immer als Send-Effekt setzt. Damit meine ich, dass du das Hallgerät nie direkt in den Kanalzug lädst. Das kann man in Einzelfällen mal machen, aber das lohnt sich wirklich nur ganz selten, gerade bei Synthesizern zum Beispiel. Ansonsten würde ich es immer so machen, dass du den Hall tatsächlich als Send einsetzt. Das bedeutet, du legst dir einen Auxiliary Channel an, das habe ich hier schon gemacht. Das ist ein Hilfskanal, durch den kein Audio durchläuft, sondern durch den du nur Effekte durchschleusen kannst und setzt hier dein Hallgerät ein. Also ich habe jetzt hier meinen Auxiliary Channel, meinen Hilfskanal und hier habe ich mein Hall-Plugin, in diesem Fall mein virtuelles Hallgerät sozusagen eingesetzt. Was du dann machen solltest, wenn du den Hall auf so einen Auxiliary Channel einsetzt, ist, dass du hier den Dry-Wet-Regler ganz auf Wet bringst. Das bedeutet, du hast den kompletten Hallanteil hier aufgedreht. Jetzt kannst du hier über den Send, das ist hier Boost 7, kann ich jetzt den Hallanteil steuern. Und ich habe hier einen Plattenhall, eine Big Plate, die sehr, sehr lange ist. Und jetzt kann ich den Anteil hier steuern. Die ist hier auf meinen Chords drauf und ich spiele einfach mal mit dem Send rum, damit du siehst, wie es funktioniert. Ja, also über diesen Send-Regler hier kann ich jetzt bestimmen, wie viel Anteil ich von diesem Hall auf meine Chords, auf meine Synthi-Chords hier haben möchte. Um die Sache hier für dich verständlicher zu machen, konzentrieren wir uns in diesem Tutorial auf die zwei wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten bei so einem Hallgerät und das ist das Pre-Delay und die Länge. Bei manchen heißt die Länge, hier Englisch Length, auch Decay, das ist das Gleiche. Und die Länge bedeutet, wie lange klingt der Hall nach, also wie viele Sekunden klingt der Hall nach, nachdem der Synthesizer-Chord oder der Bassdrum-Schlag kam. In diesem Fall sind das jetzt 7,3 Sekunden, das ist ein sehr, sehr langer Hall. Und das Pre-Delay ist auch sehr wichtig, das bestimmt, wann der Hall nach dem Impuls einsetzt. Im Moment sind das jetzt hier 54 Millisekunden. Beispiel, wenn ein Bassdrum-Schlag einschlägt und ich habe ein Pre-Delay von 54 Millisekunden, braucht es 54 Millisekunden, bis du den Hall tatsächlich hörst. Das kommt daher, weil Hall sehr langsam ist und bis er jetzt zum Beispiel an die nächste Wand einschlägt und du den Hall tatsächlich hörst, simulieren wir hier 54 Millisekunden. Okay, soweit klar. Also Pre-Delay bedeutet die Verzögerung, wann der Hall tatsächlich nach dem Schallimpuls einsetzt und Länge bedeutet, wie lang der Hall dauert. Damit kommen wir jetzt zum zweiten Tipp und der ist vor allem sehr hilfreich für Anfänger und das ist, dass du deinen Hall mit dem Projekttempo synchronisierst. Und hier gibt es schlaue Seiten im Internet, da habe ich mal eine vorbereitet, das ist hier von anotherproducer.com, es gibt auch noch testtone.com, glaube ich, und die haben hier so Tabellen erstellt, mit denen du deine Pre-Delay und deine Decay-Zeit einstellen kannst und somit synchronisieren kannst mit deinem Songtempo. In meinem Fall sind das jetzt 120 BPM und jetzt siehst du schon, wie sich hier die Zeiten hier verändern. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier einstellen, dass ich nur einen kleinen Raum möchte, der eine halbe Note lang geht, dann brauche ich hier beim Pre-Delay 15,6 Millisekunden und 984 bei der Länge. Das stellen wir jetzt gerade mal ein. Das muss nicht hundertprozentig genau sein. Ja, 15,6 waren es hier. Sehr, sehr, also ein wesentlich kürzerer Hall jetzt. Und jetzt hörst du schon, dass der Hall viel besser mit dem Song zusammen atmet.
Ja, wenn ich jetzt mal hier Solo stelle. Ja, der Halfe ersäuft nicht mehr alles andere jetzt hier in sich selber, sondern er stoppt praktisch jetzt nach einem halben Takt. Und jetzt kann ich das hier natürlich auch verlängern, mal um dir das als Beispiel zu geben, ja, wie es vorher war. Jetzt ist der Hall viel zu lang und wabert hier durch die Gegend und er säuft alles. Und wenn ich es jetzt hier einstelle und zu dem Tempo synchronisiere, dann atmet der Hall mit dem Song und es macht sich dann insgesamt viel besser und verdeckt nicht alles andere. Du kannst das natürlich auch manuell einstellen. Also solche Tabellen sind hilfreich. Ich könnte jetzt auch nochmal was anderes probieren. Wenn ich jetzt einen kompletten ganzen Takt haben möchte, dann könnte ich das hier länger machen und du kannst es auch natürlich individuell für dich ausrechnen. Das zeige ich dir auch noch kurz. Dazu musst du nur eines wissen und zwar, das ist die Zahl 60.000. Wenn du jetzt 60.000, das ist das Einzige, das du dir merken musst, durch das Songtempo teilst, das sind in diesem Fall 120 BPM, dann habe ich hier 500 Millisekunden. Und was ich durch diese Formel jetzt hier rauskriege, ist die Länge einer Viertelnote meines Projektes. Also die Länge einer Viertelnote meines Projektes hier wäre jetzt 500 Millisekunden. Und ich kann jetzt natürlich auch hier rumspielen. Ich kann jetzt meine Pre-Delay-Zeit verdoppeln und die Länge lassen und so weiter. Und so kann ich dann probieren, die idealen Hallwerte rauszukriegen. Du wirst dich als Anfänger aber viel leichter tun, wenn du dein Projekttempo bzw. dein Hall zum Projekttempo synchronisierst. Damit kannst du mit deinem Hall viel schnell viel bessere Ergebnisse erzielen. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 3. Wir haben jetzt die Hallfahne verkürzt und dem Tempo angepasst und das ist auch schon ganz gut. Allerdings ist es immer noch so, dass der Hall so ein bisschen schwammig ist. Hören wir nochmal rein. Er klingt immer noch sehr dunkel und er neigt immer noch dazu, die anderen Instrumente so ein bisschen zu verdecken. Und was man jetzt machen kann als nächsten Tipp ist, du kannst einen EQ vor deinem Hall einsetzen und kannst ihn der Höhen und der Tiefen beschneiden. Und somit kommt dein Hall ein bisschen crisper und verdeckt nicht zu viele Frequenzen. Das nennt man übrigens auch den Abbey Road Reverb Trick, weil irgendwelche schlauen Audio Engineers in den Abbey Road Studios haben das erfunden oder haben das rausbekommen. Wenn ich jetzt also meinen Hall hier beschneide, dann verdeckt er nicht mehr so viel von den anderen Instrumenten. Und ich lasse mal jetzt gerade nur die Chords hier laufen und dann gehe ich mal hier hoch bis ca. 500 Hertz und hier runter bis ca. 5000 Hertz, sowas um den Dreh. Und dann hören wir mal, wie sich der Hall bzw. die Hallfahne im Klang verändert. Nochmal aus EQ. Wieder an. Also Unterschied wie Tag und Nacht. Und durch diesen Abbey Road Reverb Trick hast du trotzdem noch die lange Hallfahne oder die Länge der Hallfahne, die du möchtest. Aber der Hall klingt nicht mehr so prominent und er verdeckt nicht mehr Frequenzen, wo er eigentlich nicht hingehört. Und damit klingt dein Hall viel aufgeräumter und viel besser. Tipp Nummer 4 wäre, nicht zu viele Hall-Plugins zu verwenden. Ich meine jetzt nicht zu viele unterschiedliche Hall-Plugins zu verwenden, sondern insgesamt nicht zu viele Hall-Plugins zu verwenden. In der Regel verwende ich in einem Mix zwei Hall-Plugins. Das ist einmal ein sogenanntes Global Reverb. Das heißt, ich nehme einen Hall, meistens einen Raumhall, in den ich dann die Band reinstelle. Ja, das heißt, ich habe einen Raumhall und jedes Instrument und auch die Vocals, die in diesem Mix drin sind, bekommen ein bisschen anteilig was von diesem Hall und so kann ich suggerieren, dass die komplette Band und alle Sänger in diesem Raum stehen und bekomme so ein bisschen so einen besseren Mix-Glue und kann den Mix so zusammenschweißen.
Und dann benutze ich meistens noch einen Hall vielleicht für den Gesang, einen räumlichen Hall oder einen kleineren Hall oder einen ganz langen Hall, je nachdem, was es ist, um einfach für den Gesang oder für einzelne Instrumente, vielleicht für eine Snare Drum, dann noch ein bisschen extra Hall zu haben. Ich verwende in der Regel aber nicht mehr als ein bis zwei Hall-Plugins pro Mix und damit kommen wir zu Tipp Nummer 5. Übrigens, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Dieser nächste Tipp hier ist eher ein bisschen was für Fortgeschrittene, aber ich versuche es dir einfach so gut wie möglich zu erklären. Hören wir erstmal hier in dieses Beispiel rein. Du hörst hier also einen riesigen Hall. Ja, riesige Hallfahne ist ja auch cool bei so einer Ballade, auch wenn ich es jetzt hier ein bisschen übertrieben habe. Aber das Problem ist auch hier wieder wie im ersten Beispiel, dass diese Hallfahne komplett den Gesang überdeckt und alles zumumpft. Hier nochmal ganz kurz, ich habe hier jetzt zum Beispiel zwei Halls eingesetzt auf die Sängerin. Ich habe einmal ein kleineres Reverb, so ein Room Reverb ist das, glaube ich, um hier ein bisschen ihr Räumlichkeit zu geben. Get so far gone. Ja, und dann einen großen Hall, den vorher angesprochenen Effekthall. Get so far gone. Und jetzt hörst du und siehst auch hier, dass sie hier eine relativ lange Pause hat. Und da wäre es natürlich schön, diesen Hall zu haben, weil der klingt ja auch gut und klingt dramatisch und macht den Song auch wirklich besser. Aber wenn sie singt, möchte ich diesen langen Hall nicht haben. Und jetzt könnte ich natürlich mit Automation versuchen, an diesem Hall rumzufummeln. Und es gibt ja auch noch ein paar verschiedene andere Möglichkeiten. Aber die einfachste ist in diesem Fall, den Hall einfach zu ducken, beziehungsweise zu sidechainen. Ja, klingt kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Wir haben jetzt hier dieses Hall-Plugin, dieses Hall-Gerät. Das ist unser langer Hall hier auf Plus 15. Und was ich jetzt machen werde, ich werde diesen Hall sidechainen und zwar mit meinen Lead Vocals. Und dazu mache ich das in Logic hier so, das ist von DAW zu DAW ein bisschen unterschiedlich. In Logic mache ich jetzt so, dass ich einfach diesen Hall nicht auf den Stereo Out schicke, sondern ich schicke ihn hier auf den nächsten freien Bus und den nenne ich Hall Ducking. Weil ich das vorher schon mal probiert habe, steht es hier schon drin. Also, das ist hier mein Hall Duck oder mein Ducking hier. Und jetzt kommt also der Hall hier nicht raus über den Stereobus, sondern er durchläuft zunächst noch einen anderen Auxiliary Channel und das ist Bus 16. Und hier, was ich jetzt hier mache, ist, ich nehme einfach einen Kompressor, ist da wurscht welcher, ich nehme den von Logic hier. Was ich jetzt mache, ist, ich sidechaine diesen Kompressor mit den Lead Vocals. Das ist, wie gesagt, von Musikprogramm, von DAW zu DAW verschieden. In Logic habe ich hier oben diesen Sidechain-Slot. Und jetzt kann ich hier mein Female Vocalist, also meine Sängerin, auswählen. Das bedeutet, dieser Kompressor wird von meiner Sängerin jetzt hier gesteuert. Und was ich jetzt machen muss, ist im Prinzip nur, den Kompressor so einzustellen, dass er, oder den Schwellwert hier und Attack und Release so einzustellen, dass der Hall immer runter gedrückt wird, wenn die Sängerin singt und wieder zurückkommt, wenn die Sängerin nicht mehr singt, wenn sie eine Pause hat. Also ich probiere es jetzt mal einzustellen. Ja? Ich lasse die Sängerin mal solo. Or will the miles between us dull our hearts? It's the question I ask of you, 'cause you're the one that's passing through. Can we? Und jetzt hörst du, dass der Hall geduckt wird, er wird runtergedrückt. Wenn die Sängerin singt und wenn sie aufhört zu singen, wenn sie eine Pause hat, kommt der Hall wieder zurück. Und wie schnell das Ganze passiert, kann ich hier über Attack und Release einstellen. Weil dieser Hall hier auch relativ viele Tiefen hat, ist mir aufgefallen, tieffrequente Anteile und auch silbrige Anteile, machen wir wieder unseren Abbey Road Hall Reverb Trick. Und ich beschneide mal hier. Und jetzt lassen wir es nochmal laufen. Get so far gone.
Schalt das Ducking jetzt nochmal, also den Kompressor nochmal aus zum Vergleich. Und den Channel EQ auch. Hier. It's the question I ask. Also viel zu viel Hall, der Gesang ersäuft den Hall. Jetzt mit Channel EQ und mit Ducking Kompressor. So can we be lovers far apart? Hall kommt zurück. Will the miles between us dull our hearts? It's the question I ask of you. Okay, und so kannst du deinen Hall so einstellen, dass er nur dann wirklich laut ist oder eine lange Hallfahne nur wirklich dann laut ist, wenn der Sänger oder die Sängerin eine Pause hat. Du hast in diesem Video jetzt wahrscheinlich auch festgestellt, was für eine wichtige Rolle der Equalizer beim Mixing spielt, und wenn du dich dafür interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da zeige ich dir die 9 größten Fehler beim Equalizer einstellen und wie du sie vermeiden kannst. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein neues Abo, über einen netten Kommentar und natürlich über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Tutorial. Bis dann.